es geht weiter mit GTA Vice City. Wir sind beim L und wollen natürlich noch ein bisschen. Oder auch nicht. Hey Dario, sorry. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life. With unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Ja, ist mir gerade egal mit dem Auto. Sehr davon der Geschworenen gewesen. So, wir gehen mal rein in die Mission und haben die Aufruhr. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Get on down there and stir up a hornet's nest. Security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Ja, alles gut. Wir sollen zu Raphael's. Wir laufen immer noch mit dem scheiß Hammer durch die Gegend, vor allem Dick. Geh mal, nimm mal weg. Brauchen wir nicht. Hauptsache kein... Ah doch, mein Auto ist da. Die warten nicht, ja? Warten die ja... Echt? Der Bus hält schon auf den nächsten Bus? Okay, krass. Gut, dann machen wir es mal auf zu Raphael. Dürfen wir das? Ja. Ich finde es aber zum Beispiel auch gut, dass die hier diese Linie haben. Man muss nicht immer sich alles merken. Nimm mal dein scheiß Taxi da weg. Ernsthaft jetzt? Den muss ich hinterher. Also, ich muss, weil ich zu dem Dings muss. So, dann fahren wir da mal hin. Oh, Glück gehabt, Alter. Der kommt, der stand aber ganz schön auf der Straße. Bin ich auf der Straße. So, kriege ich meine alten Klamotten jetzt wieder oder kriege ich jetzt noch mal andere? Achso, ja, wir, natürlich, wir kriegen ja mehr oder weniger unsere Standard. Kann man ein bisschen. Wir müssen ja auf den Bau heute. Und zwar einen Aufruhr anzetteln. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Halt. Wir haben ja noch einen Hammer, klar. Oh, Alter. Vier. So, voll auf der Fresse. Aber die geht mir nicht auf den Senkel. Hab doch mal Arbeit jetzt. Schlag dich mal selber. Ja. Ja, aha. Alter. Wow. Erfüllt. So, ich muss mal hier weg. Aua, lass mich mal in Ruhe. So. So, wir können jetzt...
Gut, okay, verpissen wir uns mal hier. So, wir haben jetzt Aufgaben von Avery. Die wir entgegennehmen können. Warte mal, dann müssen wir das mal machen. Oh, wir haben noch... Oh, guck mal, der verliert sogar Geld fallen. Anruf. Hola, is this Mr. Versetti? Nein. Scott Bay. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Okay? Good day, senor. Jo. Neuer Kontaktpunkt am Yachthafen Ocean Beach. Das ist der Colonel. Das heißt, da gibt es auch eine weitere Mission. Ja, mich graute vor 2, 3, 4 Missionchen. Die eine kommt jetzt demnächst. Das ist aber... Nein, nein, nein. Das ist doch nicht die, oder? Ist das schon die? Nicht jetzt. Schlagende Argumente. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Friend. I never had a friend with a weight before. Ach, die Mission ist das. Wir sollen uns erstmal jetzt Golferklamotten kaufen. Es kommt natürlich immer gut mit der Waffe da rein zu rennen. Fresse. Begib dich zum Lieblings Golf Club. Ja, Gott sei Dank, hier direkt um die Ecke ist. Rein zufällig. Gut, klar, bietet sich natürlich an. Wir haben natürlich noch keine Waffen, wirklich. Also wir sollen auf jeden Fall einen Typen töten, soweit ich das richtig verstanden habe. Also, soweit ich das auch noch in Erinnerung habe. Genau. Der. Gut, okay. Wir dürfen natürlich jetzt nicht mit den Klamotten da rein. Ja, mit den Waffen rein, klar. Ah, super. Aber mit dem Hammer. Okay. Frage, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, ein Scharfschützgewehr oder sowas in der Nähe zu holen? Nee, ne? Warte, warum fahre ich nicht mit dem Golfcap? Ja, ich hab schon. So, jetzt muss ich gerade gucken. Haben wir nicht irgendwo eine Jetzt gibt es hier nur so ein Scharfschützgewehr oder so?
Wie kriege ich den jetzt down? Das ist die große Frage. Klar, es wird hier wahrscheinlich kein Scharfschützgewehr auf dem Dings geben. Oh, ja, jetzt gehen wir da hoch. Mann! Who is this guy? Boys, deal with him. Get him! To that psycho! Wer bist du? Geh mal da rein jetzt! Ja, nö, ist klar. Ach, geh mir hier. Der ist natürlich jetzt schon wieder weg. Mann! Ja, halt doch mal die jetzt hier die Füße flach. Scheiße. Ja, ist klar. Geh doch mal rein jetzt! Och, Alter! Fuck mich nicht ab jetzt endlich, ey. So, jetzt. Ja, nö, ist klar. Voller Fahrt. Ja, ich töte. Ich fahr mal kurz da. Die Scheiße. Ich weiß, ich kann den. Boah, Alter! Das ist doch nicht wahr, ey! Meine erste fehlgeschlagene Mission! Geil! Ja, bitte. Ja, hier gibt's einen Checkpoint. Okay. Ich kann die Mission nicht mal wegdrücken? Ja, ja, kann ich doch. Scheiße. Natürlich, ey. Ja, zufällig, ey. Ja, weil die aber einen ständig. Ey, du fährst mit voller Fahrt und die ziehen einem aus, ziehen dich aus dem Auto raus, ey. Ach, hat die Füße. So, okay. Dann schwimmen wir die ganze Nummer nicht ganz auf die legale Weise. Ich hole mir den mit dem Scharfschützgewehr. Ja, ich weiß, ich kann mir entschieden, machen wir auch. Das gehört irgendwo dazu. So, ich muss sogar gucken, aber hier irgendwo Flammen, Positionsgewehr, ja, kann man machen. So, dann stellen wir uns da hin, dass wir die kurz mal wegsnipern können. Ich kriege jetzt keine Trophäen, wenn ich die Cheats aktiviert habe. Okay. Ist mir gerade egal. Ah, so, ah, perfekt. So, okay.
is this guy? Boys, deal with him. Scheiße, natürlich. Erfüllt die Mission. Okay. Das sind gerade, interessiert die gerade herzlich wenig. Nehmen wir aus hier. Da kommt noch ein Krankenwagen hinterher. Naja, sollen sie mal machen. Ist mir auch egal. Gut, dann haben wir die Mission auch geschafft und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder dann wahrscheinlich, wenn die... Ja. Oh Mann, oh. So eine Scheiße, ey. Ich komm da nicht hoch. Juhu! Oder auch nicht. Die Karre fährt sich dann zurecht, ey. Gut, dann fahren wir. Kann ich ja klettern? Ja, natürlich nicht. Wir nehmen sie mal mit, die Waffen. Wie teuer ist der Golfclub? Country Club. Achso, das sind die Klamotten. Ja, dann fahren wir mal zurück zur... zum Speicherpunkt. Übertreibst. Oh, Alter. Entschuldigung, das wollte jetzt. Das war jetzt absichtlich. Hauptsache hier erstmal schön noch eine Spur ziehen. Ja, geil. Ach, ich feiere dieses Game trotzdem. So, wir gehen kurz speichern, dann machen wir Feierabend für heute. Ihr seid in mich reingefahren, Kopf. Oh, oh. Oh, da muss man da rein. Kann er mich, kommt er da rein? Kommt er mit da, ja? Kommt ihr mir jetzt hinterher, der Kopf? Oder lässt du mich jetzt in Ruhe? Schau mal. Jetzt lässt du mich in Ruhe. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA Vice City.